Hallo? Aber das Internet war nicht weg. Hier ist, glaube ich, der Stream. Der OBS ist einfach abgestürzt. Internet war nicht weg. Hallo, könnt ihr mich hören? Okay, dann warten wir mal, bis wieder alle da sind. In der Zeit mache ich, glaube ich, mal eben... Ja, wir warten mal kurz, bis alle wieder gerafft haben. Hauptquartier, wir machen einfach mal alles so hoch. Twitch, OBS ist einfach abgestürzt, aber das ist beim Hahn vorhin auch passiert, hat die Oma gemeint. Abbrechen, okay. Ich guck mal, ob ich ein bisschen bessere FPS reinkriege. Dem Körnung kann bleiben. Dat, dat, dat. Deutlich besser. Chat. Hier ist abgestürzt, ne? Als ich den Patsch in die Fresse geschossen habe. Boah, macht sich aus der Leitung nicht mehr. Hier, oder? Okay. Dann weiter im Text. Und ich habe die ganze Zeit weitergespielt, weil ich den Chat gesehen habe und weil ich auch keine Meldung von OBS bekommen habe, von wegen ist abgestürzt. Und wir haben unser erstes Easter Egg gefunden. Aber nicht hier. Ich habe irgendwas gehört. Aber nicht hier. Naja, DLSS, Dings auf Leistung, dann wird das Bild richtig hässlich. Wir können das gleich mal probieren. Guckt mal hier. Mädchentoilette. Da habe ich gerade eine Truhe geplündert, da waren 64 Gold drin. Und wir haben unser erstes Easter Egg und zwar... Ja. Was wurde in Harry Potter auf der Mädchentoilette gebraut? Viel Safttrank von Hermine Granger. Und dann scheinen wir hier... Oh, sauber. Und das müssen wir verhindern. So, ordentlich die Suppe versalzen jetzt. Hier war der Troll drin? Ja, aber das ist doch, guck doch mal, da wird gebraut, Mann. Das ist doch auf jeden Fall ein Easter Egg. Muss ich wegnehmen. Ich komme gleich zum Unterricht. Ich will nur kurz gucken. Oh, oh Gott. Revelio. Professor Fick, als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unfreulichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten, in der 5. Klasse. Da bin ich! Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den neuen Kömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe ihm zu betragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Ja, ja, bla bla bla. Revelio. Junge, der Klassen... Oh Gott, gut aus das Spiel.
Oh, schnell weg hier, das war ich nicht. Komm mal, wunderbar. Levioso. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ach, das war die Frau, ich dachte, die war der Klassenzimmer. Langsam. Gucken, ob ihr Auge braut wird. Levioso. Anscheinend haben die Kisten irgendwas zu bedeuten. Ja, was denn, Junge? Ich muss da hoch. Ich muss hoch, hoch, hoch. Revelio. Ja, das ist auch nicht bekannt. Hoch, ich hab mich irgendwie verlaufen. Kann ich das denn noch benutzen? Ah, oh Gott. Hier sind die ganzen Zauber. Oh nein, was habe ich gemacht? Hoch, hoch, hoch. Ich komme zu spät. Professor Ronan redet gerne viel. Manchmal müssen wir ihn ans Stundenende erinnern. Manche von uns wollen sogar. Absolut schönes, super schönes Spiel. Coole Aufgaben bisher. Unterricht, absolut cool. Du lernst Zauber im Unterricht, du musst Dinge erledigen. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Hallo, ich bin Natti. Achso, die mag auch die Rätsel. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir? Gummo! Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, jawohl. Öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Nee. Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Junge, macht halt nur einmal, Alter. Dann gehen wir mal die vor der Tür. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Feen aneinander Obliviate geübt. Keiner lacht. Bist du ein Peinlicher. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Ich mach das auch, wenn ich müde bin. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Ich bin der Musterschüler. Zack, zack, Junge. Zack, Ferrari, Alter. Let's go. Accio. Accio, gib her. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Ja, wie, schon Nun, Ende? Da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Jawohl, Professor! Gott, ich bin so ein Streber. Ey, wo denn? Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen.
Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport? Um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen. Stimmt's? Ja. Junge, er ist einfach Chef von Paletti und Partner. Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Ja, oui, warum ich? Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Accio und lassen Sie im letzten Moment genauso mit nur Konzentration. Ah, okay, ja. Wunderbar. Wenn man auch immer du den heißt, boah. Sehr gut. Das war schwach. Ey, der ist drauf. Nochmal. Sehr gut. Punkte für Slytherin. Dankeschön. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Komm ran. Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Ja, klar. Genau so wird das gemacht. Akio. Denkst, wer du bist? Schlammblut. Gut zu. Jetzt warte mal ab, was ich mit deiner scheiß Kugel mache. Scheiße, das war zu wenig. Scheiße! Sehr beeindruckend. Dann wollen wir. Scheiße! Na bitte! Akio! Ah, fuck. Ey, der zählt. Nö! Nö, unfair. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Die bringe ich zuerst um. Chat, merke ich den Namen. Ich will nochmal. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Na dann los! Haha! Fuck! Wir machen auf jeden Fall eine Todesliste. Akio! Nein, das war zu viel! Nein! Nein! Oh Gott! Ah, scheiße, ich hab Butterpopcorn gegessen. Mein Zauberstab ist ausgerutscht. Fuck. Halt's Maul, Alter. Oh, komm, das kann nicht wahr sein. Yo, der Brucey, Alter. Super, wenn ihr hackt. Ich hab geleckt, Alter. Oh, gut, die hat auch reingeschissen. Genau so wird das gemacht. Oh, geh mal weg. Hat man die jetzt sogar richtig. Oh Gott. Glaub nicht, dass ich es dir jetzt leicht machen werde. Ich muss kurz warten. Akio. Ich bin so schlecht. Dafür revanchiere ich mich. So schlecht.
Aber so, heute ist einfach nicht mein Tag, Alter. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Oh Gott, ich hab so reingeschissen. Oh Gott. Merkt euch den Namen, Chat. Die bringen wir um. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Ja, und man kann auch gegen eine Frau verlieren. Sexistisch hier. Ich werde mich behaupten. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Danke. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließ sie die Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Ja, okay, dann ist es okay zu verlieren. Ellie ist der absolute Profi. Überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Boah, da wird er so gebuffert. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Ja, wie? Die Magie ist auf jeden Zauber Fall schwächer. Zauber ohne Zauberstab sind bestimmt wesentlich schwächer als die mit einem Zauberstab. Nein, ganz und gar nicht. Ohne Zauberstäbe gewirkte Magie ist genauso mächtig. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Okay. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou. Dankeschön, Dr. Bizzle. Hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Ja, oui. Bis zum nächsten Mal. Mann, ich hab verloren. Ich bin kacke. Ich fang von neu an. Natürlich kannst du Akio auf Menschen anwenden, wenn du magst. Mann. Ich will den hier haben. Nee, eigentlich auf die 1. Lumos auf die 3. Kleidung an. Ach hier. Okay, was kann ich zu mir zaubern? Nix. Auf ein Wort, bitte. Jawohl. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Onei ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Aber guck mal, das heißt, wenn ich gewonnen hätte, wäre da jetzt ein ganz anderer Text. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit. Kann man doch. Man kann die Unverzeihlichen lernen. Das habe ich gelesen. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Gut. Füße. Was habe ich bekommen? Ja, aber okay, ich hoffe, dass ich die bekommen habe. War das hier? Inventar. Ja, den Brief haben wir schon gelesen. Ausrüstung. I don't understand this.
Nicht spoilern, bitte. Gut. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja, und wer bist du? Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Ich weiß. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. War nicht allzu anspruchsvoll. Danke, aber es war wirklich nicht sehr anspruchsvoll. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich auch ziemlich oft. Ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Für mich scheinen Professor Ronans Stunden etwas schwieriger zu sein. Da ist eine Kiste. Revelium. Ich mir holen. Oh, hallo Professor. Was ist denn mit ihr, mit ihrer... Ja. 70 Euro, by the way. Okay. Revelium. Wieder mal auf Abenteuertour? Werwölfe den Kobolden beim Aufstand. Werwölfe, wart ihr dabei? Oh Gott. Beim Koboldaufstand von 1750 und 2? Und am Ende war dann Albert Boot, der Zaubereiminister. Albert Boot. Das stimmt nicht. Ach, wie lustig. Ich bleib doch ein Quent. Ein Hoch auf den Jungen, der dich lügt. Ich sag dir die Wahrheit, Peeves. Oh, Lumos. Das stimmt nicht. Es war besser Fleck. Was muss ich machen? Wie mutig und keck. Freund. War der Minister ein Boot Freund oder ein Fleck? Lass das, Peeves. Wir kriegen sonst Ärger. Was? Du kriegst Ärger. Was will der von mir? Du nicht weg. Sie nennt's Boot, er nennt's Fleck. Es reicht. Wegen dir müssen wir noch nachsitzen. Und ihr liegt sowieso beide falsch. Es war Hephaestus Gorr. Boot und Fleck. Ihr seid beide weg. Ihr alle habt Ärger. Oh Gott. Was musst du hier ausrechnen? Ich bin einfach alles durch. Hä? Jetzt sag mir nicht, dass einer aus dem Chat das versteht. Niemals, Alter. Hä? Ich bin für sowas, bin ich zu dumm. Ja, Pferd und dann nochmal Pony oder what? Ist hier überhaupt ein Pferd? Bruder, das kannst du mir... Nee, Chat nix sagen. Naja. Aber gibt's hier auch nur eine Rolle? Mir tun nur die Leid, zu denen keine Rollen kommen. Diese armen Wichte. Hast du ihre kleinen Gesichter am Tisch gesehen? Na, der gibt 17. Hmm.
Nein! Hä? Geh mal weg, Miezekotze. Ist halbe Tomb Raider Stream hier. Alles ist einfach, wenn man weiß, wie ja eben. Du hast das Pferd, ja, okay. Die Außenbereiche müssen das ergeben, wahrscheinlich, was in der Mitte ist. Dann hast du eine Zahl, okay. Hä? Wenn dann Pferd die 2 ist und die 4, dann muss oben rechts 6 sein. Also da 3, ja, aber was ist die 6 hier? Achso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Krabbe habe ich. Oder was auch immer das ist. Bin ich auf der richtigen Spur? So, yo, cool. Dann haben wir die 3. Drei, null und die 2, 1, 2. Da muss hierher Unicorn sein. Glaube ich. Gibt's aber kein Unicorn. Ach nee, dann ist das hier. Nee, ich bin zu dumm dafür. Wenn das mit 0 an 0, 1, 2, dann ist das die 2. Das sind die 5. 0, 1. Nee, warte mal, stimmt nicht. Das Unicorn ist die 1. Wenn das 0 ist, ist das die 1. Dann müsste das der komische Pentacher sein, der. Okay. Junge. Siehste. Erstmal plündern. Blaue 4-Augenbrille. Ja, die habe ich gebraucht. Revelio. Ups. Froschvorständer. Den wollte ich auch schon immer haben. Ja gut. Das ist abgeschlossen. Was haben Sie jetzt vor? Den habe ich schon gelernt. So, wo soll ich hin? Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Ach guck mal, da oben wird sogar angezeigt. Ah, okay, okay. Den habe ich aber noch nicht. Einfach First Try. Die Besserwisser wieder im Chatwister. Oh Gott, es leckt. Revelio. Lumos. Akio. Akio. Vielleicht können wir da noch gar nichts mit anfangen. Revelio. Da ist was. Lumos. Revelio. Die Sauerntür bestellt den törichten Versuch. Der Sauer war eine Bars des Bekloppten da. Rolle für das Ballett auszubilden. Man stelle sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. Mies. Der fast kopflose Nick.
Aber du hast deinen Kopf noch gar nicht verloren, Bruder. Kommt noch. Boiler. Revelio. Alles klimpert hier. Ich sage ja, ja, und hier ist Wahrsagen. Glaube ich. Hier im Turm ist ja, hier ist doch Wahrsagen, oder nicht? Oder liegt was zum Klauen? Meine Liebe, es hat ja Wati. Wenn Sie wollen, sollen, dass ich von meinem Gott keine Cambridge-Bahn habe. Ich nehme Verständnis, der mit der Runden Show geht. Ihr könnt das selber lesen, ne? Das sind irische und britische Astronomen, beide auf der Arbeit. Alles Muggel wohlgemerkt. Jetzt Racist? Soweit ich weiß, im Vorschlag, die Position des Staubs und der Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauerten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Yanta, Manta. Was denn, Alter? Später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, es geht dir gut. In Liebe. Suhrita! Jawohl. Revelio. Der hieß nix. Ich kann doch hier... Hallo! Wie schön, Sie zu sehen! Ja, was geht? Oh, cool. Aber ich kann doch jetzt hier hinreisen, genau. Hallo, Svenny. Obwohl das ja doof ist mit dem Reisen, ne? Und dann verpasst man ja so viel. Ach, da vorne. Revelio. Naja. Heute oben in der... Was ist mit dem Raum, Professor? Oh, guck mal. Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Tag, Tom. Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Wo ist dies? Guck mal, wie ich die anlächle, ne? Ich hoffe, so eine gewisse Spannung. Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht Nö. So? Nö. Nein, Professor. Natürlich lüge ich. Aber nein, Professor. Aha. Als wollte man einem Spoiler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Dankeschön. Danke, Professor. Und Mr. Oliver startet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind ja, aber ich habe doch schon einen Zauberstab. Mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Ah. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Intelligentes Spiel beantwortet meine Fragen. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Was ist Zauberkraft? Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben.
Sie meint übrigens Transfiguration. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei Jay Pippins Zaubertränke gibt es Jay Pippins, alter, auch cooler Name. Aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Okay, wir gehen nach Hogsmeade. Let's go. Losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Nö. Vielleicht Sebastian Cello oder Nazai. Ja, der ist mein Freund. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Ich möchte Sebastian mit kommt mit. Gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass ihn unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Jawohl. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Aber so was von auf jeden. Triff dich mit Professor Weasley. Oh Gott. Melde dich bei Professor Ronan. Dann mal. Ich mache so. Ah ja, Hausaufgabe, komm. Erstmal gucken wir hier, ob hier jemand ist. Revelio. Ja. Oh Gott, das ist so cool, ne, mit dem Sammeln-Dingern. Diese teilweise verwandelte Teetasse, vermutlich der Ballkugel, der Fehler eines Weinglasers, dient als abschreckendes Beispiel für diejenigen, die die Komplexität und die Gefahren der Verwendung nicht ernst nehmen. Das war übrigens auch wieder ein... Wo ist denn die Tasse? Das ist doch auch ein Easter Egg gewesen. Der eine hat seine Tasse doch... Wer war da denn nochmal? Seine Tasse doch verwandelt und die war... Ich glaube, da war sogar der Weasley. Mit dem Rattenschwarzling. Revelio. Wie raus hier. Genau, Ron war das. Der Ron war das. Kann man normal laufen? Ich mag das nicht, wenn er die ganze Zeit sprintet. Ich will mir Ding angucken. Das nervt. Ah, da sind sie. Jo, warte kurz. Ich will mich ein bisschen umgucken. Eigentlich ja nicht. Hier waren wir ja schon. Oder? Angeberei ist eine Art. Oh, das sieht interessant aus. Ich bin in der Bibi. Ist hier die verbotene Abteilung irgendwo? Hier. Hier ist gesperrt. Da will ich rein. Scheiße! Akio. Da muss er warten. Okay, da war nur noch ein bisschen warten. Und die ganzen Horcruxe, die ich anlegen werde. So ungefähr 200 an der Zahl. Aus dem Weg, Loser. Du bist eine Null. Gambo-Rolle. Langsam. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der den Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit sie mit ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Jawohl, Chef, machen wir. Ich bin mal frech. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen?
Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Okay. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Machen wir. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Da ist das. Akio! Ich bin so gut, Alter. Die Gogo-Dankeschön für die Weasab im 40. Monat. Curtis Potter. Nee. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Ich bin Theodore Higgins. Da ist er. Ui, großartig. Leviose. Guck mal, die weichen den sogar aus, ne? Akio. Schade, ich wollte den Stuhl wegziehen. Ich hoffe, die ersten Aufgaben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber. Jawohl. Ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Easy peasy. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Repar. Hui. Kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren? Ah, cool. Genau so. Sehr gut. Kann das auch gebrochene Herzen heilen? Versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Ja, bleib mal ruhig, vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr auf. Revelio. Oder ist die unter mir? Was für eine Kiste soll ich wo? Kann ich normal laufen? Chat, weiß das einer. Jetzt könnt ihr Backseat Gaming machen. Klingelt doch irgendwas. Da vorne. Jawohl. Ah, komm für die Kacke. Ich will normal laufen. Das nervt mich. Ach, C, okay. Reborgen. Doch, doch, das geht. Ah. So ist doch viel. Schöner. Avada Kedavra! Haben wir Glück gehabt, Miezekotzer. Ja. Ich hätte natürlich der Katze nie was getan, ist ganz klar. Okay, jetzt können wir. Ist doch auch wieder eine Kiste. Revelio. Die ist da drin. Dann gehen wir mal gucken, ob wir da einbrechen können. Oh mein Gott! 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. 10, 15. 2. Rechts, ne. Revelio. Warte, es gibt hier doch nur ein. Oder wo ist der andere? Hier oben vielleicht? Meine Geschwister und ich kamen
Ja, okay. Okay, 2. Dann haben wir die 11. Ne, dann haben wir die 2. 2 plus 11. 13. Dann brauchen wir die 8. Das ist die Spinne. Halt Maul, deine Familie juckt keinen. Spinne. Hä? Warte, Chat, ich bin dumm. Moment. Neun. Fünf. Gar nicht Unicorn. Unicorn oben, Spinne unten. Unicorn oben. Ja. Hoffentlich. Okay, anscheinend bin ich dumm. Nö. 0, 1, 2. Das ist die 2. 2 plus 11, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Die 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentakel. Doch nicht die Spinne. Aber hier gibt's kein Tentakel. Tentakel oben. Oh Gott, Alter. Tentakel. Tentakel, okay. Wir sind in Slytherin. Slytherin. So, dann haben wir hier unten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann haben wir hier die 9. 1, 2, 3, 4, 5. 9 plus 5, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4. Okay, dann hier diese dreiköpfige... Die es hier nicht gibt! 9. Bin ich dumm? Ich bin dumm, aber ich bin böse. Null, eins, zwei. Zwei plus elf. 13. Dann die 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist doch die Spinne. Aber Spinne hier. Und unten haben wir die 9. Plus 5. Sind 14. 1, 2. Ne, 0, 1, 2, 3. Oben die dreiköpfige Schlange. Gott, Junge, hätte mir einer gesagt, dass ich hier Mathe-IK für haben muss, ne? So, jetzt aber. Junge, Hände knallt im Kopf, Alter. Los jetzt. Geht doch. Mann, ey, easy. Orange Molch-Augenschutzbrille. Boah. Große quadratische irgendwas war zu schnell. Protego! Frevelio!
Mann, ey. Scheiß Mathe-Dings. Hey, kann ich von deinem Apfel beißen? Ruf mich an. Revelio. Sonnenschutzbrille. Ganz schön viele Brillen hier versteckt. Ich habe genau gesehen, was ihr getan habt. Blumpenner. Akio! Singleplayer. Boah, goldene Statue. Revelio. Klingelt da irgendwas? Danke doch. Holzkatze. Diese hölzerne Statue will den Fanguadon auf den furchtlosen Mäusege und hingebungsvollen Herrn werden. Danke. Wir putzen nicht mehr hinterher. Ich hab doch irgendwas bekommen gerade. Hier, da, Umhang. 1 von 4. Schal. 1 von 2, 1 von 3. Hier. Sagen wir, Lohnung für Erscheinungsbild der Ausriss. Ach so, Erscheinungsbild. Boah, da krieg ich wohl den Hut, Alter. Inventar. Der zweite Brief, okay. Ausrüstung. Brill. Boah. Boah. Boah! Junge Mad Eye Moody, Alter, let's go! Voll fresh. Einen neuen Hut, ne? Handschuhe. Hals. Ja, ich sehe voll fresh aus, Alter. Ist da auch irgendwas Neues? Achso, das ist die Aufgabe. Sammlungen? Okay, okay. Das habe ich vorhin gefunden. Den Teppich hier habe ich bekommen. Ach stimmt, man, hat man hier in dem Spiel nicht auch Housing? Ja, ne? Also ich finde das Spiel bisher super schön, ehrlich. Ich werde so stinken in diesen Tagen einfach nicht von der Couch weg. Revelio. Da habe ich das schon gehört. Man kann das am Sound erkennen, woher das kommt, aber... Da. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an drei gleichnamige, wunderschöne Steinerbergkämme, die sich majestätisch über eine Schlucht in Duisburg erheben. Gerüchten zufolge kann man sie in der Schlucht bei oder Solo in Olole hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Ja, ich habe schon seit Jahren über das Geheimnis allein verblüfft. Danke. Hier habe ich doch schon wieder Schätze. Ach, klar, Alter. Wieder mal auf Abenteuertour. Da ist eine Kiste. Entspanntes Gewand. Revelio. Ach, da hast du den Sebastian. Na, hey Sebastian, ich komm gleich, warte kurz. Ich muss ein paar Dinge klauen, hier zum Beispiel. Einmal will dieses Wunden vom Kobold während des Koboldaufstandes von 1612 verwendet, um die Truppen zu sammeln und Hexenzauber mächtig auf den Nerven zu gehen.
Diese Zahlen wurden nach dem Ende der Revolution in der Wirtshaus im Hinterkopf gefunden. Vollgestopft mit großen Solarstücken. Vermutlich, um es zu dampfen. Boah. Mit meiner Brille, ne? Da sehe ich alles, Alter. Revelio. Da oben. Angeblich der Ort, an dem zum ersten Mal erfolgreich Bombarda gewirkt wurde. Bombarda ist ein richtig geiler Zauber, ist ein Explosionszauber. Wobei man über die Definition von erfolgreich streiten kann. Datum unbekannt, Anwender nicht mehr zu identifizieren. Ja, weil durch den Schatten an der ist einfach explodiert, Alter. Boah, ich geh nochmal kurz nach oben. Revelio. Langsam. Oh, ist da. Mega Powertrank, ja, Mann, den hab ich gebraucht. Noch eine Kiste mit Auge. Ja, beruhig dich. Das ist ein Brett, Junge. Oh. Revelio. Hier sitzen die schleimigen und doch melodischen Zaps von Curtis, die den Froschkopf von Hogwarts bilden. Diese magischen Amphibien singen harmonisch mit 6 Stimmen und treffen den Ton dabei besser als die meisten Menschen. Geil. Cool. Lass das sein. Lass es sein! Akio. Revelio. Lange. Oh. Mir der Zauber noch zu. Findet ihr das eigentlich schön, wenn ich das so vorlese? Macht euch das Spaß? Klingelt euch hier irgendwo. Ne, auf den Spiegel habe ich jetzt keinen Bock. Ich muss zum Sebastian, der wartet auf mich. Ey, what the dog doing? Revelio. Oh, Mann, Alter. Auf diesen Buntglasfenstern sind Merlin, die 4 Gunder von Hogwarts. So wie verschiedene andere Hexen und Zauberer ihrer Zeit. Das interessiert mich ein Scheiß. Ich will die Punkte. Oh. Nee, da gehe ich. Ich mach jetzt zu Sebastian. Ich will nämlich nach Hogsmeade. Und einmal hier die Weltkugel. Oh, da ist Deutschland. Warte mal, bei Italien fehlt aber der. Was ist denn da kaputt? Da fehlt doch die Spitze vom Schuh. Und Deutschland sieht auch komisch aus. Das können wir aber besser. Ah, guck mal, der Da Vinci ist auch da. Der gönnt sich im Ruhestand. Ne? Ein Gläschen, hier. Ein Gläschen feizen Jackie. War wieder beim Friseur. Ja, super, freut mich. Wer bist du denn, Junge? Ist nicht. Oh, Entschuldigung. 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 Levioso. Warte ab, Alter. Irgendwann zerfetze ich dich, du kleiner Pisser. Ja, oh, Sebastian, was geht ab, Bruder? Let's go, ab nach Hogsmeade. Mein neuer Schützling. Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Jawohl, so sieht's aus. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja, seit ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen. Hogsmeade ist ein charmantes kleines Dorf, selbstversorgt. Dort sollten wir alles finden, was du benötigst. Wollen wir? Ja, na klar, Sebastian.
Hör mal, du bist mein bestester Freund, Alter. Ich mir erstmal einen Zauberstab kaufen, der meiner würdig ist. Genug Goldtaler habe ich ja schon geklaut in diversen Kisten in Hogwarts. Das ist aber nicht Hogsmeade. Ich habe einfach... Die Brille ist richtig cool. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wie, warte mal, wir laufen jetzt dahin? Danke übrigens. Ey, Bruder, warte mal, Alter, ich will mir den Scheiß hier angucken. Der Einzige, der mich im Duell besiegt hat. Ja, jetzt mal. Ich denke, ich sollte dich lieber im Auge behalten. Einen Löffel Flubberwurmschleim gegen einen Kartoffelbauch. Was ist denn Flubberwurmschleim, Bruder? Was ist denn Flubberwurmschleim? Du ekligen, Alter. Kann ich mitspielen? Levioso! Kann ich den Ball klauen? Entschuldigung. Da vorne ist das. Oh, ja, 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 ja. Chill, chill. Geht ab. Ey, stellt euch vor, RP hier, Alter. Oh Gott, das ist hier einfach der Stadtpark. Jo, wo bist du? Vor Hogwarts, Bruder. Vor Hogwarts. Sauber mich nur einmal an. Klatsch. Ich bin sehr wohl. Ich genieße das Spiel unfassbar. Ne? Verzeiht mir ein bisschen. Verzeiht mir bitte, wenn ich ein bisschen austick manchmal so. Sie scheint dich echt ins Herz geschlossen zu haben. Ich bin einfach so. Wirklich? Das höre ich gerne. Ich bin überrascht. Yo, Quidditch, Bruder, let's go. Etwas anvertraut, so komm mit. Ich schon nachsitzen musste. Du musst wohl ziemlich oft nachsitzen. Oh, Junge. Nur so viel, wie nötig ist. Ach, hier. Komm her. Ich will aufs Quidditch-Feld. Nicht. Oh, das sieht so schön aus. Revelio. Apropos nachsitzen. Der Ausflug nach Hogsmeade hat's mir vielleicht erspart. Schön, dass ich helfen konnte. Was ist denn da hinten? Oh Gott, was war das denn? Madame Scribner, die Bibliothekarin, war wie so oft hinter mir her. Was ist das für ein Gebäude da hinten? Und überzeugte die alte Scribner, ich hätte noch was zu tun. Da hinten ist Hogsmeade. Aber Hogsmeade müsste doch eigentlich... Ah ne, ist richtig. Was ich das weiß, ist... Boah. Können wir die töten? Nicht töten, natürlich, ich wollte die nur betäuben oder so. Fliege! Hallo! Ach hier. Oh! Oh! Entschuldigung! Also, wie hast du es dir mit der Bibliothekarin verscherzt? Tja, das liegt wohl an unseren Meinungsverschiedenheiten. Mhm, interessant. Sie ist der Meinung, ich sollte die verbotene Abteilung nicht betreten, aber ich sehe das etwas anders. Oh, einen Moment. Hier kann man gut Flohfliegen sammeln. Sie sind hübsch, aber wenn man sie lange genug schmort, sind sie auch eine potente Zutat für Zaubertränke. Das stimmt, das weiß ich. Flohfliegen. Ich habe einfach Twitch-Chat gefunden. Ich habe einfach den Chat gefunden. Darf ich ja nicht gameplay-relevanten Tipp geben? Geht nur um die Optik. Ja, klar, gerne. Wahrscheinlich kann man das Hub irgendwie ausblenden, unten rechts oder so, ne? Mal Platz, Junge. Oh Gott, wer war das? Bart, da, aus dem verbotenen Wald. Was passiert denn da? Greifen! Schau selbst. Beeindruckend, oder? Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Greifen! Meint ihr
Boah. Akio. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. Zuckerfuß? Links siehst du den verbotenen Wald. Schüler haben dort keinen Zutritt. Nee, das sagst du, Junge. Komm mal her. Daher der Name. Richtig. Forbidden Forest. Sie halten ihn für zu gefährlich. Dangerous. Bei dem Ministry of Magic. Sebastian, du bist so ein Lutscher, Alter. Bruder, wir sind Kinder, quasi, Jugendliche. Lass uns verbotene Dinge tun. Das ist, warte mal, da. Ich komme sofort wieder. Hallo, Chat. Wenn du im Inventar bist, boah, geh mal direkt mal gucken, das liest sich schon mal gut. Inventar, ja. Nee, warte, wenn du im Inventar bist, wo du deine Ausrüstung anlegst. Ausrüstung meinst, okay. Jederzeit in der angelegten kleinen Tonsmog, welche Taste man drücken muss, steht unter dem Verkaufswert. Du bist der Beste, oh Gott. Aber die sehen... Ne, die sehen gar nicht so hübsch aus. Ja, das sieht weird aus. Ich will so einen spitzen Zaubererhut haben. Ich stehe drauf. Dankeschön, Cora. Komm schon, Sebastian. Mach dich weg. Komm. Oh Gott, wer kommt denn da? Was ist das? Das ist eine Kutsche. Ich dachte schon. Hattest du schon Gelegenheit, das Schloss zu erkunden? Nö, ihr gebt mir auch alle auf den Nerven. Es ist geradezu gewaltig. Hüpfende Hüftner Gipfel. Ich bin schon 5 Jahre hier und stehe immer. Oder stimmt aber auch was nicht mit den Armen? Ach so. Warte mal. Was, das du mit uns teilen möchtest? Ich kann hier draußen rumrennen? Oh Gott, wie. Ja, okay. Geht so, ist gar nicht so groß, ne? Oh doch, oh Gott. Oh Gott. Alter, ich dachte, das wäre nur dieser. Oh, das ist ja mega. Ah, beruhig dich. Oh, das ist. Doch, das ist super viel. Und hier ist noch reichlich Platz für DLCs und so. Doch, das geht. Oh Gott. Ja, könnt ihr die nächsten Tage erstmal LP vergessen. Ich sag, wie das ist. Vielleicht. Ich kann dir schlecht all meine Geheimnisse verraten. Das werde ich definitiv durchspielen. Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du so gut im Duellieren geworden bist. Und das mache ich onscreen. Bleib mal ruhig, ich nehme auf jeden Fall. Die brauche ich auf jeden Fall irgendwann. Ne, scheiß auf Red Dead, das werde ich auf jeden Fall durchspielen. Ich werde offstream die Performance ein bisschen einstellen. Und dann kann man weiter vom Charakter wegzoomen? Es tut mir leid, ich weiß, ihr wollt die Story sehen. Ich fand Testrale, die Kutschen ziehen. Das ist noch näher dran, okay. Ja, aber das geht. Na, schade. Hätte ich mir gewünscht, dass das ein bisschen mehr geht. Wenigstens noch ein bisschen. Aber ich nehme an, dass die meisten Menschen sie gar nicht sehen. Aber du kannst sie sehen? Leider. Ich kann die aber auch sehen. Du selbst hast auch schon einiges gesehen. Vor allem diesen Drachenangriff. Testrale können auch nur Leute sehen, die den Tod der Narbe haben. Ruhiger.
Aber viel Ausfall, der NPC-Charakter? Guck mal, der? Das ist doch der, oder? Ich verstehe nicht, warum Leute Schwierigkeiten mit Verschwindezaubern haben. Passt. Das ist nur eine Beschwörung. Internet. Revelio. Oh, oh Gott, du kannst dir die Pflanzen damit anzeigen lassen. Geil, Farmpumas. Ey, Sebastian, warte mal kurz. Och, komm, bitte. Komm. Da vorne ist eine Pflanze. Mr. Moon! Was war der denn? Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unsere neue... Ey, Sebastian, schon? Chill mal kurz, bitte. Freut mich. Was Sie ist denn das hier? Umkehren, Mr. Shallow. Umkehren und... Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an. Mondstein. Mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Ein Danny. Oh, Geist. Hässlich, okay, Bruder. Haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ein Demigeist? Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt, aber er hatte wohl zu viel davon. Wodka. Ich habe Sebastian, Mr. Wodka. Moon noch nie so erlebt. Mr. Moon ist recht eigen. Meine Schwester Anne mag ihn, aber ich finde, er könnte sich als Hausmeister mehr Mühe geben. Oh, ist deine Schwester auch in Slytherin? Ja, besser gesagt, sie war es. Zurzeit ist sie krank, aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Links ist Hogsmeade, rechts ist Station. Brockborough, was war das denn nochmal? Cambridge? Captain. Levioso. Jo, jetzt ab nach Hogsmeade, Alter. Ehrlich, wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Genau so einen Hut will ich ja auch haben. Oder die Menschen sind, aber Hogsmeade ja, hat etwas an sich. Es zieht uns hin, nicht wie die Motten zum Licht. Toll, dass dieses Dorf einen Kesselladen hat. Oh, voll cool. Wo ist Ollivander? Also, wie machen wir es? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja. Diptamsamen, Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Und eine kurze Liste, ich lässt das dir genug ja sehr, Zeit, sehr um cool. den Ort zu erkunden. Ich fühle mich wie ich so ein kleines Kind bei Toys R Us. Was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Mach ich. Denk daran, hab Spaß. Es ist Hogsmeade. Das Dorf Hogsmeade steckt voller interessante Punkte, Läden und andere interessante Dinge, die du mit Hilfe der Karte. Okay. Ich brauche einen Zauberstab. Also müssen wir nach Ollivander. Das ist das Erste, was ich machen möchte. Makers of Fine Wands. Was war denn das? Revelio. Super. Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern und mit allerlei Flexibilität. Jeder mit einem von drei magischen Kernen suchen sich ihre Besitzer in diesem gemütlichen, unübersichtlichen Laden aus, der von dem freundlichen und sachkundigen Gerbold Ollivander geführt wird. Die Familie Ollivander ist seit 382 vor Christus als Zauberstabmacher tätig und gilt als die beste Großbritanniens, wenn nicht sogar der Welt. Oh Gott. Ich will den Dings, Alter. Lumos. Apropos Lumos, jetzt wo du das sagst, Juni. Lumos. Lumos. Oh, hier ist ein bisschen... Lumos. Hallo, Mossi. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es.
Einen Moment bitte. Ich will den Elderstab, Bruder. Wenn du mir den Elderstab nicht gibst, werde ich dich töten. Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Grüße. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du Junge, nicht. Gib mir den Elderstab, Alter. Ja. Mächtiger Kerl. Ich weiß, Kura, ich weiß. 10,5 Zoll? Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Nein, der ist kacke. Ich will keinen mit Goldverzierung. Seltsam. Wer hat Pips in inneren Kern? Schwenken Sie richtig. Yep. Disco. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Dem ist Kunde noch König, Alter. Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Nein. Probieren Sie diesen aus. Nö. Das sieht aus wie ein Zahnstocher für Trolle, Alter. Gott, den will ich haben. Den will ich haben. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Faszinierend. Wie cool ist das gemacht, bitte? Wirklich interessant. Ja, sieht, das ist der Elderstab. Das hier ist der Elderstab. Faszinierend. Oder? Nee. Wirklich interessant. Scheiße. Doch, das ist der Elderstab, oder nicht? Was ist denn hier? Faszinierend. Länge? Hat das irgendwie einen Unterschied oder ist das einfach nur so für die Immersion? Was ist denn hier? Einona, Drachen jetzt? Phönix? Bin ja kein Dings, ne? Wenn schon Drachenherz. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Wirklich interessant. Ey, ich guck jetzt. Wie sah nur mal der Elderstab aus? Ich weiß, dass der so ähnlich aussah wie den ich gerade hatte. Elderstab. Ich will den haben. Ich muss mich ja auch mächtig fühlen. Ja, der ist... Faszinierend. Der kommt dem schon sehr nahe. Nur einfach Stuck, Alter. Ich nehm den. Aber dann, nee, doch wirklich nicht der. Interessant. Nee, dann wenn dann. Ich nehm den hier. Unnachgieb. Hat das einen Einfluss auf irgendwas? Nö, ne? Das ist doch nur für die Immersion.
wirklich interessant. Sieht aber auch cool aus. Faszinierend. Ja, auch. Der Edderstab ist alt und hergestellt aus Holunderholz. Er ist 15 Zoll lang. Da geht ja gar nicht. Sorry, bin Mogel. Und hat einen Testral-Schwanzerkern. Ich mach einfach Dings. Ich mach einfach. Luna. Interessant. Gleich nachgebe Steilfahrtspröde. Peitschend klingt gut. Mit Drachenherzfaser. Ja, Mann. Den nehmen wir. Was ist der Commander? Genau, einfach kaufen. Was meinen Sie? Der sieht gut aus. Der sieht echt gut aus. Der gefällt mir. I like it. Ja, aber ich nehme erstmal den. Ich will ja auch meinen eigenen haben, ne? Boah, guck mal. Boah. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Boah. Na, damit will ich so viele Leute töten. Angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfe. Dankeschön, kann. Mr. Ollivander. Pack mal kurz deine Kugel an. Boah, der sieht gefährlich aus, der Zauberstab, Alter. Mr. Ollivander, ich nehme mir einfach 44 Goldteile aus Ihrer Kiste, okay? Danke. Wir standen damals praktisch alle Türen offen. Ich war schlau. So, wohin next? Was müssen wir denn nur besuchen? Der Zaubertränke. Ich habe aber noch keine andere Griffe, glaube ich. Komm, Kuss. Kommen wir da rein? Boah! Was ist denn das? Und jetzt? Hui! Hui! Was kann ich hier kaufen, Kollege? Ey! Mach die Kasse leer, sonst Hände knallt, Junge. Revelio. Wer sich mit diesem Stück Seife waschen möchte, kann sich auf ein amphibisches Erlebnis der besonderen Art einstellen. Wenn die Seife unter Wasser gehalten wird, bahnen sich kleine Kauquarten ihren Weg aus dem Schaum. Taukorben-Eis haben die also. Taukurs Scherzartikel laden. Ich liebe Harry Potter. Was hier? Huck. Oh Gott! Boah, ich dachte schon. Nochmal. Absolut krank, Junge. Nochmal. Oh Gott! Ah, nochmal falle ich darauf nicht rein.
Trevelio. Alter, cool. Ach, das sind doch die aus Fantastische Tierwesen, die Dinger. Die klauen doch Gold, alles was goldig ist. Nur den Namen gerade vergessen. Hier klingelt doch noch irgendwo was. Niffler, genau. Was ist das hier? Don't push. Wie strecke ich da drauf? Oh Gott. Jo, die ist voll Alkoholikerin, Alter. Was ist denn mit... Sag mal, hackt der doch, wow. Ich hab grad gesehen, wie die sich den Whisky reingepfiffen hat. Boah, ist die Strau, Junge. Was ist denn das? Nochmal. Geht anscheinend nicht nochmal. Revelio. Da vorne ist er doch. Sim, absolut wild. Der kluge Reisende weiß, dass manche Brunnen mehr zu bieten haben als diese relativ unscheinbare Wasserquelle im Dorf Hogsmeade. Was heißt das? Da ist irgendwas Dreckiges drin. Oder du kannst ja... Lumos. Du kannst ja hier überall rein. Mir war ziemlich gefährlich hier aus. Revelio. Lass mal klauen. Da ist eine Truhe. Schafspelz-Wintermütze. Boah. Oh. Da gehen wir sowas von rein, Alter. Ja, Gummo. Komme ich da oben hin? Die brauche ich im echten Leben. Revelio. Hier ist doch irgendwo was. Was klingelt doch hier? Oder klingelt das immer? Entschuldigung, ich möchte auch ein Stück essen. Und ich habe Durst. Oh, rein, Alter. Fetz ich dich weg, Junge. Junge, voll der Drip. Aber wir gehen jetzt zum Zaubertränkeladen. Ich muss da Sachen besorgen. Und hier. Glück gehabt. Willkommen bei J. Pippins. Langsam. Mr. Pippins, ich bin hier, um sie zu beklauen. Dankeschön. Revelio. Weißt du, eh. Da vorne. Ich komme gleich zu ihnen. J. Pippins, Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin, absolut cooler Name, eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Haschisch?
Haschisch? Was verkaufst du, Junge? Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Grüß dich, bin der Theodore. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Jawohl. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Ja, Mensch, ich schlaf gut, bye-bye. Schön, dass ihr was. Schützen, das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Rest vom Chef, Rest vom Chat noch im Schlafen? Sollten Sie oder wissen, seid ihr wach und guckt? Ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Jawohl. Voll geil. Wie kann ich heute behilflich sein? Ja, Bruder, was soll ich kaufen? Und man kann ja Dinge verkaufen. Auch der Toten. Ich denke mal, das muss ich kaufen, ja. Und das. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Doch, warte mal, wie teuer. Wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Ich glaube, das war's, oder? Dankeschön! Bitte gerade meine Kleine. Perra, da können wir hier hin. Wir sind direkt in der Nähe. Wow, es sieht so gut aus. Guckt euch das mal an. Die Wolken. Alter, die Wolken. Magic Neep. Oh, guten Tag. Bock! Bock! Revelio. Okay. Dieser Karren gehört Timothy Teasdale und dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt werden. Ja, aber was hat mein Charakter denn davor gemacht? Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Ich suche Diptam-Samen. Bitte. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Düngerpflanzen. Buch der Schrumpelfeige. Ja, super. Dankeschön, Mr. Timothy. Ich
muss nur zum Schreiber laden. Und der ist hier. Der war ganz am Anfang. Scheiße. Kann man da rein? Ah, warte. Boah. Stufe 3 hier ist auf jeden Fall. Revelio. Boah. Hier holen wir uns die Kiste. Ja, als hätte ich den Schatz unter der Brücke nicht gesehen. Den werde ich mir doch sofort snacken gehen. Okay, kann ich doch nicht. Kann man im Wasser nicht? Ich bekomme wahrscheinlich irgendwann meinen Zauber, damit ich die öffnen kann. Revelio. So einen Hut will ich haben. Mit wem redet die? Oh. Da liegt doch was. Eine schöne Kiste. Mega Powertrank. Und unten Revelio. Auch eine. Grüner Schal mit Efeu-Muster. Schön. Und da oben kann ich was lesen. Diese Stege vor dem Wirtshaus Eberkopf bieten einen angenehmen Platz zum Sitzen und Entspannen, sofern einem das gelingt, wenn man nur einen Steinwurf von dem entfernt ist, was in dem zwielichtigen Wirtshaus vor sich geht. Okay. Oh, das ist auch aus der Dings. Aus fantastischen Tierwesen, dieser Hellseher. Revelio. Nüffel, welche Nüffel? Ui, guck mal hier. Dieser an der Wand montierten Eberkopf verdreht die Augen und rümpft die Nase, ob der zwielichtigen Atmosphäre und der doch eher interessanten Kundschaft im Gasthaus desselben Namens. Das sieht aus wie der. Sieht aus wie der Pinsel, oder? Und Pinsel, Dankeschön für den Raid und wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß im RP. Wir haben den Pinsel gerade gefunden in Harry Potter. Oh Gott, Jay ist auch da. Jay, vielen lieben Dank auch für deinen Raid. Und wunderschönen guten Abend. Schweinchen. Revelio. Hey, hier ist nichts mehr. Dankeschön für die Raids, Jungs. Danke, danke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem, was ihr getan habt. Was ist das denn hier? Ja, wie? Könnt ihr mal bitte vom Jay mein Lieblings-Emote reinhauen? Der Gremlin, der alles aufschreibt. Revelio. Ui. Irgendeiner bitte. Überall Schlösser dran. Dankeschön, Dirty. Was sind das für Gespräche, die ich hier höre? Hat gerade irgendeiner gequatscht, irgendwas von Geburt vertauscht. Miezekutze. Einmal kurz. Ui. Ja, Mau, Mau, Mau. Ich hab keine Maus. Hier. Schubst mal kurz Mila an. Ein neugieriger Ui. Geist. Komm sofort. Willkommen. Interagieren. Und wie findest du bisher? Voll geil, aber das Ding ist, ich komme einfach nicht weiter, weil ich immer irgendwas anderes mache. Ja, ich, boah, ich, was, ich sag nichts, okay. Das Ding ist, ich mache die ganze Zeit eher Rätsel als alles andere. Ja, es gibt so viel zu entdecken, ist ultra krass. Und ich will diese ganzen Schriftrollen haben. Ja! Revelio.
Oh. Der, glaube ich. Nein, ich darf nicht, ich mühe mich wieder. Okay. Viel Spaß. Diese verzauberte Treppe im Namen eines anderen Freund. Offenbar sich, wenn ein bestimmtes Buch bewegt wird. Der Name Thomas Brown verkauft eine Vielzahl von schriftlichen Produkten. Darunter auch Zauberanweisungen. Sehr praktisch für die Beschwörung. Ich hab's einfach drauf mit dem RP, Alter. Revelio. Komm, jetzt aber da hast du eine Kiste, Junge. Ey. Wir haben schon Harry Potter Emotes unter Better Twitch.de. Umhang der dunklen Künste. Das ist doch mein Umhang, Bruder. I say what it is, Mann. Wo ist der? Nee. Das ist doch ein Umhang. Der sieht ja mal sowas von Kacke aus, Alter. Ich dachte, das wäre so ein böser Umhang. Tata? Ja. Du kannst die Hüte auch verstecken, ne? Ausblenden, meinst du? Ja. Ja, ich weiß. Aber okay. Ich mag meinen Schlafhut. Okay. Wie, du hast... Was hast du gegen meinen Schlafhut? Nein, der ist super, der ist super. Wie gesagt, will ich doch meinen. Das will ich... Alter, disst die mich. Jetzt guck weg. Ich bin wahrscheinlich schon weiter als du. Lass dich nicht spoilern, das Spiel musst du genießen. Nee, ich schau gar nicht. Ich hab nur kurz reingeschaut. Also, und sich den schönen Hut. Ja, den hab ich geklaut. Oh. Verzeihung, Sir. Den hab ich wirklich geklaut. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Okay, hey, mute. Wie könntest du den klauen? Also, ja, du... Dachte na ja. Ich mir, dass sie vorbeikommen. Oh ich mein bin der Gott, Eigentümer. Ich sehe so krass Thomas aus, ne? Dann hatten Sie du findest erste manchmal Thronstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Er hat noch nicht verknüpft. Das kommt schon noch. Okay, ich mute wieder. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Oder so mal ist oder so ein bisschen so. In wir können auch so. Okay. Aber nichts sagen. Ja, ich versuche. Das ist sehr komplex. Aber da helfen aber manchmal meine lese ich halt vor. Anweisungen. Bleiben Sie dran. Dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Der sieht einfach aus wie mein... Ein Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Cool. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Oh, das ist cool, dass man das kaufen kann. Falls es Sie interessiert, oh, ja. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Nö, danke, hab ich kein Geld. Das ist alles. Ich gehe besser und suche Sebastian. Der Sebastian ist mein bestester Freund. Also, warum steht jeder auf Sebastian? Johanna hat gesagt, die will Liebe mit dem machen. Das ganz, ganz, ganz viel Distanz an dieser Stelle. Ich distanziere mich davon. Der Sebastian ist mein Freund. Der hat mir am Anfang über die verbotene Bibi erzählt. Und vielleicht gehe ich da mal ein bisschen hin. Und hab ich auch. Hat er mir auch gesagt. Ja, deshalb ist er mein Freund. Aber ich war noch nicht da. Ich muss erstmal nach Hogsmeade, aber ich komme da einfach nicht zu. Ich sag nix. Alohomora? Du kannst übrigens auch ganz normal laufen mit C. Also einmal C drin. Oh, da oben. Ach, will ich auch meinen. Denn ich bin der beste Zauberer. Du bist es nicht würdig. Einfach Kleckmeier, Alter. Oh. Okay, ich muss jetzt dahin, Mann.
Reicht auch. Dodo, danke schön für den Prime 2016. Könnt ihr aufhören, die ganze Zeit Sebastian zu sagen? Ich tapp jedes Mal aus dem Game, weil ich denke, du redest mit mir. Sebastian. Lass es, Sebastian. Ich verstehe aber die... Weißt du, was ich nicht verstehe? Chinesisch. Auch, aber ich dachte, ich hab's verstanden, aber ich verstehe diese Türrätsel nicht. Soll ich dir erklären? Ja, mach mal. Du hast ja... Es ist ja ein Dreieck und du hast Zahlen. Ja. Und um die Tür herum sind diese Symbole. Fängt bei 0 an. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. So, und du musst das zusammenrechnen quasi, was das in der Mitte ergibt. Ja, aber das mache ich die ganze Zeit. Hä? Cool ist das, nee, du verrechnest dich. Ich habe mich auch schon ein paar Mal verrechnet. Okay. Eule! Eule! Boah. Casual Gamers Army, danke für den Prime 7 Monaten. Man bekommt aber dafür noch eine Erklärung, sagt der Bomber. Ich habe keine bekommen. Der Chat hat mir so ganz klein ein bisschen erklärt. Was macht der denn da? Bruder? Ach, da ist ein Besen, Junge. Oh Gott, ich dachte schon. Oh. Der Sebastian muss kurz warten. Revelio. Hallo. Oh, da hatte ich aber kurz sagen. Ich lese kurz vor. Die Rohre im Postamt sortieren auf magische Weise die Post. Das kennen wir auch aus dem Film schon. Das Postamt selbst beherbergt über 200 Eulen, deren Farben angezeigt, wie schnell ein bestimmter Brief oder ein Paket zugestellt werden muss. Okay. Schön, schön, schön. Muss ich sagen, also quasi das rechts ist die 1 oder wie? Um der Tür herum. Ja. Sind doch so also Tierwesen. Tierwesen. Genau. Okay, sag mir mal, was bei deiner Tür ist. Welche Zahlen in der Mitte und drumherum oder welche links? Okay, das in der Mitte ist die 21. Ja, okay. Links ist die 11. Oben ist dieser Gabba-Tiger mit Hörnern. Ja, pass auf, jetzt guckst du um die Tür herum. Das und ist fängst von links an, 0 und dann, also das erste Symbol ist die 0, dann 1, 2. Ja, genau, das ist die 0. Ach so. Hallo, nicht bummeln hier. Ja, genau, das ist die 0. Boah, was geht denn da hinten ab? Okay. Oh, da muss ich aber hin. Revelio. Da muss ich aber rein. Der Süßwarenladen Honigtopf verkauft eine Vielzahl magischer Süßigkeiten von zwischen einem Wiss-Biss bis hin zu explodierenden Bonbons. Kunden sollten genau wissen, was für einen Effekt sie erwartet, bevor sie die Ware dieses Ladens probieren. Classic nicht machen, mach das bitte nicht. Oh Gott, ich komme hier nicht mehr weg. Oh Gott. Danke. Revelio. Langsam. Och, sind das Nussecken? Na, ist Torte. Boah, ich hab so Hunger, ne? Aber ich bin so süchtig. Ich auch. Ich schlaf heute auch nicht. Werde ich einfach nicht machen und so. Also, du musst das Spiel aber genießen. Ruhig, ja dann. Köstlichen Süßigkeiten handelt es sich um kleine Brause Kuchen. Die einen nach dem Verzehr einige Zentimeter über dem Boden schweben lassen. Gerüchte zufolge enthalten sie Billywig-Stacheln. What the fuck sind Billywig-Stacheln, Alter? Ja, direkt mal probieren. Oh, sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Oh. Pass auf, ja, pass auf. Pass auf, ja. Revelio. Oh Gott, ich komme hier nicht mehr raus. Da hinten ist noch mehr. Ey, wenn man so einen Laden nimmt, gibt solche Läden in Real Life, auch mit diesem Style so. Ihr müsst... Oh, oh, oh. Oh Gott, ist das cool. Ich
Flüge, die sind mir hier alles an. Ich habe keine Ahnung, was ich mir gerade hier angeguckt habe, aber ich liebe es. Oh, was ist denn das hier? Okay. Oh! Ich bin auf einmal Albaner geworden. Nochmal. Oh, jetzt bin ich Curtis. Ich gehe jetzt nach Hogsmeade. Ich bin Curtis. Ja, geh dahin. Warte mal, ich will noch eins essen. Das ist auch ein Easter Egg aus dem Film. Wo die in den Gemeinschaftsräumen sind, essen die Dinge. Rebellion. Diese Süßigkeiten explodieren beim Verzehr. Auch wenn sie eher keine schweren Verletzungen verursachen, sollte man sie dennoch vorsichtig kauen. Nö. Geschlungen wird. Was habe ich bekommen? Welche? Oh. Mann, geh mal zur Seite, du Rutzblach, du Alter. Was ist das? Ah, das sind die Dinger. Solche Süßigkeiten und ich hätte nie wieder Probleme. Wegen Feuerzeug. Das ist kein Spoiler, Mila. Rebellion. Toll, jetzt weiß ich, dass es Süßigkeiten gibt. Ja, das ist doch ganz klar. Das ist doch... Oh, Kuchen. Ja, ich jetzt weiß, dass es Kuchen gibt. Oh. Oh. Eine scheiße Aufgabe, wenn man jemanden mitnehmen muss. Ist Mila eigentlich noch im RP unterwegs? Also von den nächsten Tagen durch HPL mal abgesehen? Wann immer die Bock hat halt, ne? Hm? Hat jemand gefragt, ob du überhaupt noch im RP unterwegs bist? Ja, ich war gestern da. Das stimmt. Oh, Flor? Mit Pinsel. Ey, ich komm hier nicht weg. Ich will alles entdecken, bitte. Okay, die können wir noch nicht. Diesen Weg sollte... Boah, Junge, war ich schnell. Von Schnabel und Brot sagte, jemand hätte hier einen Derrick Hall verloren. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Ich dachte nur... Du hättest uns viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Sie sagte, ich könnte eine Belohnung verdienen. Doch ich habe nur unsere Zeit verschwendet. Da bist du ja. Super. Endlich habe ich genug für den... Was habe ich gemacht? Es soll wohl nicht sein. Hab ich gar nicht gesehen. Außerdem habe ich vielleicht einen Mülleimer umgeworfen. Nun gut, ich bring's in Ordnung. Wie immer. Hey, geh nicht mit dem Fremden mit. Kennst ihn doch gar nicht. Oh. Oder mach das nicht. Kennst den Typen nur gar... Oh, davon ist ein Buch. Mir egal, viel Spaß. Ob man das habe ich schon, oder? Das habe ich okay. Schon. Hatte ich nicht. Das ist ein sehr komischer Ort hier wieder. Hast du die Pupsblume schon gesehen? Ja, die habe ich Twitch-Chat getauft. Kann ich den haben? Nee. Oh, wer ist denn der? Avada Kedavra! Er ist gedodged. Das System aimt automatisch halt bis. Ja, hier sind so viele kleine Details, ne? Das ist unfassbar. Ich liebe dieses Spiel. Okay, wir machen. Ne, da gehe ich noch rein, oder? Rebellion. Oh Gott. Mieze kurzen. Ma'am, ich beklau sie mal eben kurz. Danke. Die ist reich. Legiose. Ich wollte ihre Schuhe klauen. Okay, raus hier, wir machen jetzt weiter. Ich kann immer wieder hier zurückkehren und mir alles angucken.
Und ein paar Sachen haben wir ja mitgenommen. Ich habe nun alles, was ich benötige. Perfekt. Und? Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Ach du. Ich mute mich. Also nur Mikrofon. Oh Gott. Junge, da kommt Schaltschuss einfach. Der kommt aber aus einem ganz anderen Universum. Warum hat er so eine Rüstung an? Jetzt wird gefetzt, Junge. Ich will auch Bombarda. Das ist ein Dynamo-Fan. Junge, lass den Pepsen gehen, Alter. Oh Gott. Nein. Junge. Yo, ich hab da Protego gemacht. Schwächen wir ihn denn überhaupt? Weiter so. Ewig hält er das nicht aus. Oh, die Sendung. Junge, Endgegner. Oh, ich bin stuck. Hey, Mr. Bros, I'm stuck. Oh. Junge, da. Ach so, das ist rot. Das heißt, Protego schützt mich nicht. Okay, ich muss dodgen. Confringo! Levioso! Levioso! Was war das? Confringo! Genau das, was er verdient. Gut gemacht! Cool, Junge! Levioso! Oh Gott! Findo! Descendo! Achtung! Confringo! Brett, Junge, Alter! Levioso! Levioso! Findo! Arm, Junge! Confringo! Ui! Ganz Levioso. Rechts, du tuppes Scheusal! Putz! Er lässt nach! Noch ein paar Treffer sollten reichen! Levioso! Ja, das wirkt doch gar nicht, Levioso! Confringo! Oh Gott! Oh, das ist die Ruhe! Levioso! Protego! Wow! Um alte Magie zu erwecken. Aber da geht da mal. Oh Gott. Oder ich hab den. Was hab ich mit dem gemacht? Was hab ich mit dem gemacht? Warum kann ich das noch nicht? Noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es ich bin Ihnen wieder gut? Da, Mila. Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie ich das Ich würde dich am liebsten spoilern, Auto, aber... Wenn Sie mich fragen. Nein! Wenn Sie unverletzt nicht. Sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Ich habe so Hunger, mein Bauch rastet komplett aus. Egal. Reparos. Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Ich schaue mal nach oben. Revelio. Ach, das war eh die Links. Das, oh Gott. Das 1750 gegründete Geschäft mit Filialen in Paris, London und Hogsmeade bietet eine Vielzahl von Zauberkleidung und Accessoires. Mr. Augustus Hill und seine Mitarbeiter Otto Dibble sind alle Kunden gerne behilflich und genießen dabei insbesondere die Herausforderung, weniger modebewusste Hexen und Zauberer einzukleiden. Wir gehen shoppen, Chat. Auf geht's. Aber erst beklauen wir die. Thank you.
Dunkle Schiebermütze. Ein Spikoskop ist eine Art Antibiobskurant. Junge, und dreht sich, pfeift und leuchtet auf, wenn es jemanden in der Nähe entdeckt, dem man nicht trauen kann. Es sollte allerdings mit Vorsicht benutzt werden, da es das Ziel sofort auf denjenigen aufmerksam macht, der es einsetzt. Bruder, ich beklau alle, Alter. Revelio. Halt's Maul. Ist das denn hier eine Crackpfeife? Ich muss was gucken. Oh Gott. Bruder, ich hab den Grip, Alter. Kurz ein paar Sachen einsammeln. Ui. Na, das müssen wir uns ja nicht angucken. Inventar. Kleidung haben Werte. Oder ich bin einfach. Und. Oh Gott. Ey. Ey, Rotänen. Komm gleich wieder. Auf Feuer. Ein Schluck Tee. Ein Schluck Tee. Was ist das hier? Mutz. Muss kurz reparieren. Oculus Reparus. Der Oculus ist ja. Oculus Reparus ist ja Brille reparieren. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Revelio. Diese Statue zeigt Hufflepuff Hengis von Woodcroft. Angeblich der Gründer des Dorfes Hogsmeade. Nachdem er von einem Muggelmob aus seinem Haus vertrieben wurde. Gut, oh gut, oh gut. Aber nicht mehr. Repar. Na also, so gut wie noch. Ich mache alles wieder ganz. Was die blöden Oger kaputt gemacht haben. Oder Trolle. Revelio. Wo ist noch was kaputt? Ich bin blind da. Reparo. Würde das mal ein Real Life geben, Alter. Ich hätte so viel Zeit, ne? Theodor der Baumeister. Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. Guck mich an. Guck mich an. Ich bin einfach schon wieder 719er. Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Jetzt Maul, ich muss Tee trinken. Grüß dich. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Samagun, vielen lieben Dank für den Restart am 23. Wie findest du das Spiel bis jetzt? Wieder in einen ansehnlichen absolut Zustand super. Versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Was denn? Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Ich krieg eine Robe, eine neue. Natürlich nehme ich das danke, an. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an. Ja? Jawohl. Bitte ist da eine coole bei. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Ja, oui. Ach,
Ja, stimmt. Die haben Stats Offensiv und Defensivverteidigung. Mhm, mhm. Xiaomi. Okay, ich habe sehr wenig Verteidigung. Aber die ist besser. Aber die ist ugly. Vorschau. Ah, deswegen gibt's Transmog, stimmt. Boah, 500, Alter. Ja, okay, okay. Was ist das für Drohne? Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Okay. Du bleibst erstmal ruhig, Junge. Ich muss erstmal hier. Aber ich kann das nicht transmogen, guck. Das geht gar nicht. Ah, Erscheinungsbild ändern. Hier. Ja, ja. Ja, ja. Was ist? Oh mein Gott. Oder was? Okay. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall. Ja, der ist Quatsch. Den. Wir gucken Brille. Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Dann muss ich die anziehen. Oh mein Gott, ich bin Todesser. Nee, keine Maske, sieht doof aus. Kann ich das ja anlassen? Gibt der Schall auch was? Ja, muss ich auch anziehen. Aber das gibt ein bisschen Kontrast, das sieht cool aus. Arbeit, Arbeit, ja, ja. Questio, Dankeschön für den Resub im 52. Monat. Komm nur mal her. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Soll ich mir Handschuhe kaufen oder ich krieg bestimmt welche, oder? Ich weiß nicht, wie schnell man an Goldtaler kommt. Ne, ich kauf nix. Ich krieg bestimmt durch irgendwelche Quests was. Oh Gott, der Umhang. Mila! Ich hab Drip. Wenn da drin das totale Chaos herrscht, ich will Thomas vielleicht Brown. Siona, die Besitzerin. Es ist gut, sie zu kennen. Yes, Thomas, ich hab so Hunger, mein Bauch tut weh. Oh Gott, ich hab so Drip. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran, dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Hm.
Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Das stimmt, die deutsche Synchro ist richtig gut. Wurden wir entdeckt? Ich glaube nicht. Was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen? Randall, wie heißt dein Charakter, Mila? Arbeitet mit Rookwood? Manta. Der Kobold vom Tagespropheten? Higgins, ich wusste, dass ich ihn kenne. Und ich habe eine Samantha, auch bei Ravenclaw. Und die ist meine allerbeste Freundin als NPC. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke. Dann bis bald. Oh Gott, ich hab so Drip. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Milas Ravenclaw. Ja. Butterbier. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern. Ich habe nämlich das genommen, was für mich vorgesehen Immerhin wurde. Immerhin sind Sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Ich auch. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Nee. Wirklich? Dann wärst du jetzt Hufflepuff. Danke dafür. Mhm. Aber gern. Im Ernst, Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Oh, oh. Wie passend. War das Lodgok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn Sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an Ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, keine Ahnung, als wird der NPC sich... Das Theater können wir uns doch sparen. Wie er sich sieht. Ich bin nur aus einem... Das ist ein Mensch. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Oh Gott, ich werde ihn so fetzen, Alter. Ich darf nicht spoilern, ich mute. Mein Gast... ist gerade komm, beschäftigt. Zerfetz dich, Alter. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist das unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Das ist doch was Positives. Wenn dem wirklich so ist. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Diejenigen sind die, ich bumms die weg, Alter. Troll? Keine Angst, Adam. Renrock und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. In diesem Sinne, warum ist das ungewohnt, Bruder? Wir sollten zum Schloss zurückkehren. Komm, Sebastian, wir gehen. Wir haben ja nicht mal ein Butterbier bekommen in diesem Drecksladen. Ich werde meine Eule vorbeischicken. Die kackt ihn in den Briefkasten. Ich bin froh, dass Sirona da war. Ich sagte doch, sie ist eine von den Guten. Ja, das stimmt. Sie schien gar nicht eingeschüchtert von Rookwood und Harlow. Gott, der Mantel du ist so cool, Du musst mir aber Alter. Erklären, warum Victor Rookwood es auf dich abgesehen hat. Vielleicht später. Erstmal sollten wir zurück ins Schloss. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich riskiere lieber keine Strafe. Ich auch nicht, halt fest, aber ich finde das nicht ungewohnt. Doch, habe ich wohl in WoW. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutz die Karte. Ach, der portet mir. Ach so. Hogwarts. Ich will mich nicht porten. Kann ich nicht hinlaufen? Nö. In WoW gibt's NPCs, die sind transgender. Tut mir leid, wenn ich nicht richtig aussprechen kann.
Mann, ich wäre gern. Okay, das ist das erste, was ich ein bisschen negativ finde. Ich wäre jetzt gerne zurückgelaufen. Dann hätte ich unterwegs noch ein paar Pflanzen einsammeln können und so. Oh, mein erster böser Gegner. Das war doof. Oder ich habe nicht wirklich drauf geachtet. Oh, guck mal, der zeigt dir Hogsmeade. Da fehlen mir noch ein paar. Ey, ich werde das 100% bespielen. Alles. 100%. Das mag ich auch in Games nicht. Dass dir die ganze Zeit so weit angezeigt wird und du musst da immer draufklicken, Alter. Schwörungen. Ich stehe im Spielstand in dem Raum der Wünsche. Achso, stimmt, man. Es gibt Housing in dem Spiel, ne? Im Raum der Wünsche. Ja, das gehört dazu. Ich wäre trotzdem gerne lieber zurückgelaufen. Karte, Aufträge, kein Okay. Let's go. Oh mein Gott, Mila, ich liebe dieses Spiel. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in den Melelonen. Oh Gott, aua. Den Gringotts gefunden haben entdeckt. Jawohl. Hab ich. Ups, habt ihr wieder hingefunden, wa? Muss man nicht annehmen hier? Nö. Aufträge. Kreuze Stäbe, Runde 1. Ach stimmt, der geheime Duellierclub. Eieiei. Protego! Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas im Medaillon aus Gringotts entdeckt. Scheibe, schlaf gut. Viel Spaß auf Arbeit. Morgen früh. Diese Immersion in diesem Spiel, ja, das ist die Musik dazu und alles, Alter, das ist super schön. Es ist super, super, super schön gemacht. Der steht immer noch hier. Stand der nicht vorhin schon hier? Nimmst du manchmal andere Wege zum Unterricht, je nachdem, welche Porträts dort hängen? Ich schon. Einige sind unterhaltsamer als andere. Ich wette, der Ravenclaw-Turm ist einer der besten Aussichtsorte im Schloss. Einmal hat jemand einen Hippogreif am Fenster vorbei. Was ist das jetzt hier? Haustruhe platzieren. So, wahrscheinlich habe ich noch gar keine. Gott, Mila, ich liebe dieses Spiel. Ich auch. Ich würde das sogar auf Platz 1 machen, vor It Takes Two. Das schönste Spiel, was ich bisher je gespielt habe, ehrlich. Ja. Bei It Takes Two konnte man wenigstens zu zweit spielen. Ja, okay. Aber von der Grafik und so. Irgendwie gerade gekauft. Ich bin schon wieder Leute am Influencen. Oh Gott. Wisst ihr, was erschreckend ist? Wenn man Garry's Mod Harry Potter FP gespielt hat. Oh Gott, wie cool. Ich darf nichts sagen. Wenn man Garry's Mod Harry Potter FP gespielt hat, dann kennt man die Map quasi schon auswendig. Weil die haben die nachgebaut. Beziehungsweise nicht auswendig, aber man kennt die schon. Das ist sehr erschreckend. Wie gut die auch nachgebaut haben. Wada Kedavra! Reparo! Protego! Revelio! Und 50 Pokémon! Hast du denn Performance-Probleme, Mila? Oder hast du alles runtergeschraubt? Es geht wohl. Okay. Ja. Immer mit der Ruhe, Junge. Immer mit der Ruhe. Sonst fetze ich euch beide. Habt ihr verstanden?
Ja, ich finde das Game bisher absolut fabelhaft. Das ist super schön. Die ganzen Effekte und so. Ja, alles. Super cool. Wir sind noch nicht so weit in der Story, weil ich mir viele Sachen immer angucke. Allein der... Aber muss man auch. Ich werde das zu 100% vervollständigen. Aber 100%. Ich stelle mir gerade die ganze Zeit immer vor, vielleicht ist das ein bisschen cringe, aber Bro, imagine einfach, du machst RP in diesem Klassenraum so. Wie in Garry's Mod halt. Du nimmst deinen Unterricht teil, kriegst sauber, Freizeitaktivitäten und so ein Shit. Revelio. Da sehe ich mich von rechts pushen mit dem Zauberstab. Ist hier schon was? Da hinten Kiste. Ich glaube, das Spiel geht. Die Hauptstory 40 Stunden? Mit Sidequest 50 oder so? 60? Irgendwie so? 70 vielleicht? Ein kleiner Curtis im Zauberunterricht wird super. Auf jeden Fall, Alter. Wo ist er? Professor, schön, Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Dreibesen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Du bist schon Level 12? Ich erkunde auch. Aber hoffentlich hast du Spaß, Crazy. Insgesamt 120 Stunden mit Questen. Level 6. Weil ich nichts mache, ey. Ich schaue mich wirklich nur um. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Ich liebe halt die Kobolde auch diese kleinen Sachen, wie die Leute da arbeiten und so. Ich will mir das alles angucken. Die Gespräche will ich mir anhören. Wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Sie wollen das Medaillon. Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Die Karte des Rumschleichers. Genauer gesagt, in die verbotene Abteilung. Nein, doch und nicht. Etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß, Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir gehen in die verbotene Abteilung der Bibel? Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Macht er mich gerade gedisst, Alter? Arbeit, Arbeit, ja. Arbeit, Arbeit, ja. Oh, mach Platz, Junge. Immer weg. Frage zum Spiel. Nach dem Kauf muss man noch monatlich zahlen? Nein, natürlich nicht. Ey, Sebastian, Bruder. Wohin? Irgendwie hat das Gefühl, dass der hier gar nicht rein darf. Repar.
Wenn du mich nur mal anrempelst, Junge. Hallo. Ah ja, und nicht die Karte rumzeigen. Zucker, warte. Was? Achso. Zuckerwatte. Ja, du darfst den Gesang. Ich bin ja schon ein bisschen weiter als du. Gamborolle. Gamborolle. Reparo. Ist ja gar nicht kaputt. Oh. Reparo. Sag mal. Reparo. Nochmal. Akio. Reparo. Absolut cool. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Nö. Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Sie schon wieder. Weasley? Er ist nicht ganz die Weasley. Oh, Eckart. Ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Halt Mol. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit moin, erledigen Chrissy, moin. Aus diesem Dankeschön Grund für den Wait. Werden Sie guten Abend. Lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Ich kenne die. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Ich glaube nicht, Pyro. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Blöde Kuh. Ich komme wieder und dann zerfetze ich dich. Mich verstanden, du alte Schachtel? Ich werde dich zerfetzen. Hetzen. Später! Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Nein, hab ich gerade schon gesagt. Später vielleicht. Platz da, Junge. Da hinten ist der Eulenturm. Revelio. Oh Gott! Oh Gott, hab ich mich erschrocken, Alter! Oh Gott! Solange ich bei einem Bad pro Woche bleibe, würde man mir das Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Das ist einfach Wade, sein Vater. Aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahle ich dir heim. Revelio. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese speziellen Toilette meiden, da sie einer von Peeves liebsten Orten für Streiche sein soll. Ja, okay.
Aber ist eh abgeschlossen. Die können wir klauen. Ich sage nichts. Steht Ihnen sehr gut. Was? Junge, wir wohnten hier. Warum liegt hier... Warum ist hier Kuchen auf dem Klo, Alter? Ach, der Dings wohnt hier wahrscheinlich, der Geist. Tag, Tag, Kevin. Revelio. Statue stellt den Zauberer Lachlan. Lachlan, Junge. Der Schlacksige da. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß, wofür. Hogwarts ist richtig sexy, Mann. Jetzt paar Mogelfetzen. Warte, hier kann ich noch was klauen. Bin nämlich ein Langfinger. Revelio. Bruder, die Schule ist so groß. Oh Gott, Alter. Was habe ich gemacht? Tagsam? Kann ich hier was klauen? Ja, kann ich. Säbel, grau. Ah, jetzt habe ich das für den Zauberstab. Jetzt habe ich einen. Hier. Ui, guckt mal. Boah, bringt der was? Cool. Revelio. Lass mich hier rausgehen. Oh mein Gott. Jetzt zurück. Boah, ich würde am liebsten hier die ganze Zeit nur rumrennen, aber ich will noch ein bisschen Story erleben. Ruhe bitte, wir machen hier Kunst. Deine Scheißschnauze, du Schisser. Das ist ja. Das ist Hagrid's Hütte. Ich kann auch normal laufen. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Halt's Maul. Reparo. Warum mach ich denn? Lumos. Oh. Revelio. Irgendwas kann ich doch damit machen. Akio. Wissen wir nicht was? Was ist denn hier los, Junge? Duell, Duellclub? Kann ich dir helfen? Ja. Kann ich dir helfen? Ja. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Oder du bist 7 Jahre alt. Was machst du? Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Turbin, bitte nicht sagen, nicht machen. Ich frag mich immer nur selber. Ich habe ihm Dämpfer verpasst. Ich habe wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. Alles gut, Turbin. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache Herr Bruder, ich habe schnelle Brille, ich habe Wohlleg damit. Gewinne einen Preis. Wie sieht's aus? Ja, natürlich trete ich dich. Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja, klar. Ja, ich trete an. Fantastisch.
Möge das Feuerwerk beginnen. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Besprich gelbe Schilde mit Kreuzzahlzauber wie dem Levitationszauber, dem so. Zielamüsierung, Capstock, erlaubt es, die Gegner ohne Ziel zu verfolgen. Nutze. Und wer drückt den Pfeiltasten dabei? Ach, ich mach das schon. Oh, warum hab ich die Paar ausgedrückt? Oh, nicht gut. Oh Gott, das ist ja richtig competitive. Was für ein Duell. Das war knapp, Alter. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Ich will nochmal. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Oder ich will sofort. Ich muss sogar noch mal. Sammlungen egal. Let's go, Bruder. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Kannst kaum erwarten. Junge. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Ja, mit Sebi, ja, meinem Kumpel. Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Verzeihung. Wir sind zu dritt? Jo. Ja, also. Okay, Violett Akio. Akio. Gringo. Akio. Protego. Oh Gott. Ja, fett gemeckt. Protego. Nur nicht zurückschlagen. Akio. Bam, Junge. Ich bin halt der Beste. Bravo! Ich hab nur mein Bestes gegeben. Wollt mich fetzen, das Junge. Hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Oh Gott, Mila, ich liebe dieses Spiel. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen. Oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine.
Ich will noch mal. Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Jupp. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Jupp. Was soll ich machen? Ich habe nicht zugehört. Akio! Du schaffst es. Aha. Naja. Akio! Sehr gut gemacht. Aber weißt du, was ich hasse? Was denn? Spiegel. Was? Die Spiegel, also die Spiegelung im Spiegel. Ausgezeichnet. Ach so, ja, aber nicht so schlimm. Levioso. Oh fuck. Dann beim nächsten Mal. Levioso. Ach hier. So. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Aufgabe erledigt. Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Ja, besser ist er, du Versagerin. Rampewolle. Wunderschönes Spiel, absolut wunderschönes Spiel. Repar. Jo, RP. Oh Gott, hab ich vorhin schon gesagt. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie unterbrechen. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor. Ich wollte einmal sprinten. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Jawohl. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Ah, bin mal kurz angetäuscht. Die Frage ist, warte. Wegen den Zeiger bei Xeno halte links gerückt und ziehen oft dein Zauberset. Ja, aber das brauche ich ja. Ich glaube, Lumos brauche ich erstmal nicht. Aber wenn, dann mache ich das auf die 1. Incendio. Gott! Oder der Effekt. Es sieht nach... Oh, sorry. Tagsam.
Ich hab Hühnchen zum Fliegen gebracht. Sie werden besser. Bleiben Sie dran und versuchen Sie sich nicht Video zu brennen. Akio. Incendio. Alter. Oh Gott. Idioto. Akio. Incendio. Weißt du, bei jeder Kleinigkeit freue ich mich wie so ein kleines Kind. Ich auch. Incendio. Oh Gott. Schluckschnecken. Incendio. Ich bin krass. No Spoiler. Ich bin krass. No Spoiler. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Eröffnet. Eröffne ich, Alter. Komm, Digga. Entschuldigen Sie, haben Sie mal bitte Feuer? Ich will mir eine Zigarette anzünden. Na klar, Baby. Incendio. Naughty. Naughty, naughty. Gott, ich hab so Drip. Oh nein! Incendio! Ein Troll in die City! Ja, da war ich auch schon. Was ist mit dem Bruder hier los? Hat der keinen Bock auf seine Animation? Legioso! 70 Euro, by the way. Incendio. Oh Gott, das ist nicht passiert. Da gibt wohl morgen keine Hausaufgaben. Ah, die Deluxe-Edition kostet 70, glaube ich, ja. Guck mal hier, einer von den Ballers. Wow, Mila, ich, oh Gott, bist richtig. Ah, da sind sie ja. Deluxe-Edition kannst 2 Tage eher spielen. Sonst kannst du erst ab 10. spielen mit der normalen. Und du kriegst natürlich den Mantel und so alles. Hallo, Sir. Ich werde Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, du hast den zerfetzt, ne? Ja. Hast du auch die Dinger geworfen auf den? Sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Fleck, Fick, es gibt Arbeit. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Echt, Bumper? Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Scheiße. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Oh Gott. Incendio.
Die Effekte sind absolut wild in diesem Spiel. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Kann man sich hinsetzen? Ich gehe kurz mir was zu trinken holen. Und was willst du denn von mir, Junge? Mach dich weg, du Butterbier. Du. Mach dich weg, Junge. Bin's ja wohl. Komm mir nie wieder so nah. Ich geh mir kurz was zu trinken holen und einen Muffin. Ich hab Hunger. Bis gleich, Chat. Okay. Bis gleich, Mila. Ada Kedavra. Er meint, er geht kacken. Voll abscheißen. Während ich hier krass zauber. Hoia! 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 Hüdis macht Kaka den ganzen Tag. Hüdis macht Kaka, weil er das mag. Hüdis macht Kaka. Ich erzähl keinen Quark. Vielleicht auch am Kacken? Ich mach gar nichts sauber. Gar nichts. Gar nichts. Mann, jetzt habe ich nicht zugehört, weil ich versuche, euch zu unterhalten. Das ist auch so asozial. Was? Da ich annehme, dass das eine Jolene oder was, ich nehme Danke. Spiel ist gute. Gute. Warum soll ich mir einen schlechteren? Ach komm. Ach komm. Kann ich gleich wieder verkaufen. Das war live aus Küdis Toilette. Ja, ne? So, verticken. Verticken. Nicht verticken. Was hast du gemacht? Gar nichts gemacht. Euch gemacht haben. Warum machen die Kötzerchen Emote? Weiß nicht. Vielleicht sind die einfach nur weird. Hast du gepupst? Nein. Ich hab einen Muffin. Mm.
Gib mich. Nein, ich hab Hunger. Gib mich. Nein. Dann rede ich auch nicht mehr mit dir. Warum? Warum komm ich nicht mehr alle mehr? Weißt du, ich dachte, wir teilen uns alles. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht teile. Sebastian, da bist du. Da bist du ja. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den drei Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ich lüge ihn an. Ich habe ihn nie getroffen. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken, aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden. Aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Okay. Danke, Sebastian. Bis später dann. Mal, wie bin ich hier hingekommen? Boah. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn, und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Jawi. So. Wow. Mann, warum geht das nicht auf? Ich hab doch Hunger. Scheiß Babybell. Ich raste gleich. Aua. Boah, Mila, boah. Sag mal, was ist das denn hier? Chat, guck mal. Schnell. Aber da fehlt das Coole. Das bockt auf jeden Fall das Spiel. Bin gerade nur kurz am Snacken. Sorry. Ach nur, das ist wie Spoiler, Mann. Ich will das nicht. Okay. Niemand darf uns sehen. Hey. Willst du meinen Charakter sehen? Schick mal Bild. In WhatsApp aber am besten.
Dann muss ich nicht geht nicht. Nö. Warum? Mach doch kein Foto von meinem Bildschirm, dann siehst du ja eh nichts. Dann schick Discord. Hab ich. Zeig. Boah, aber du hast die Todesser-Maske auf, ne? Mhm. Aber du bist doch Ravenclaw. Na und? Ich esse auch Tote. Naja, Todesser essen ja keine Tote. Ja, aber... Ne? No? Ich schon. Oh Gott! Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Nacht und das Leben erwacht. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Oh Gott. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Aber sieht cool aus. Wo hast du den ich Hut her? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Gefunden, siehst du ihren Tisch hinter glaub mir? Ich. Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtisches. Also, weiß folgender nicht Plan. Mehr. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor aber der verbotenen Abteilung. Aber ich bin Abteilung. Eben eine echte Hexe. Ja. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden? Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Okay. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Oh Gott! Später lesen. Der Schlüssel. Hier ist er. Eine Eule. Du hast eine Eule? Ja, neben meinem Bett. Ich habe keine. Gute Nacht, Benzo. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Buch? Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Revelio. Ich sehe so cool aus. Geist, sei vorsichtig. Revelio. Ah, Chimo. Revelio. Kiste hole ich mir. Scheiße. Schnell weg, Sebi. Die Luft ist jetzt...
müssen nicht mehr herumschleichen. Ich schleiche trotzdem. Ein Grab. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurückkommt. Revelio! Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Jemand kriegt Ärger vom Brief. Das wäre was, genau. Das finde ich noch heraus. Hab ich auch gesehen auf dem Flur, ne? Binnen in der Schule? Der hat sogar am Ende gemacht. Und naja, ich hatte sich dann zerfleddert. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Ja. Scheiße. Revelio. Die Reden. Hm? Und die magischen Treppen. Oder wir haben schon 2 Uhrbombe, Alter. Ich bin noch gar nicht müde. Nee. Ich mach noch die ganze Nacht weiter. Boah. Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich. Was kann ich denn, der Piep auch in Hogwarts rumrennt? Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Woher weiß ich, dass du nicht zur Bibliothekarin gehst und mir alles anhängst? Warum sollte ich? Ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Ich weiß nicht, was man mit der Statue machen muss. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja, oui. Lumos. Nee, Quatsch, Luft. Wie Luft? Ja, Lumos. Aber Lumos ist Leuchte. Nicht Lumos. Leviosa. Ranziehen wahrscheinlich. Chat, nicht ihr, bitte. Leviosa. Hochzaubern. Erheben. Also, Leviosa. Ich sollte die Rüstung. Ich hätte mir mal einer sagen können. Oder kam. Das habe ich nicht mitbekommen. Warte, was mache ich hier eigentlich gerade? So. Reparo! Revelio! Spricht irgendwas Pase. Natürlich. Spuren alter Magie. Wie? Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Ah, okay. Boah. Oh Gott, sieht der cool aus.
Illuminatenzeugen. Das war's. Joey. Revelio. Warte mal. Für Ausrüstungsplätze. Dann lösche ich das. Du musst was verkaufen. Ja, aber ich lösche. Aber was? Ich weiß ja nicht, was da drin ist. Zerstören. Scheiß auf die. Warte mal, ich kann das jetzt nicht nochmal öffnen? Revelio. Doch. Ne, die kann ich nicht mehr öffnen. Hm. Frage. Würde mich ja ärgern an deiner Stelle. Revelio. Warte. Scheiße. Okay. Wo führt sie wohl hin? Mann, so eine blöde Kacke. Lumos. Oh, das war falsch. Ah, ich muss die Rune dort drüben erwecken. Das war ja klar. Da sind Wachen. Oh. Oh Gott, das habe ich nicht gesehen. Levioso! Incendio! Oh. Du bleibst jetzt erstmal da. Potego! Levioso! Incendio! Okay. Ihr wollt euch mit mir anlegen? Ich glaube, der ist tot.
gehe Pipi. Okay. Boah, ist das schön hier. Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Revelio. Geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Nö. Ich hatte so Brennstuhl. Laberst du da? Igitt, pfui. Oh. Ich glaube, Houston, we have a problem here, Alter. Fick dich hin, Junge. Akio, Incendio, Protego. Levioso, Incendio. Incendio. Ich bin ganz passabel am Zauberstab, Mila. Muss man auch weiß sagen. Weiß ja nicht. Ja doch. Ist ich hab das die, so? Yep, ich hab die gerade so zerfetzt. Es ist ich also weiß doch ja ein Buch. Nicht. Ich meine, ist das so? Tja, wird Zeit für ein Duell irgendwann. Genau so. Und Jamar, danke schön für den Prime Club am 37. Und spar dir deine Kommentare zu Harry Potter. Liegt daran, weil er selber einen kleinen Zauberstab hat. Ich hab einen großen Zauberstab, 30 Zentimeter. Der Jake Coder, oh Gott, das sieht so gut aus mit dem Emote. Hey, das ist doch Hagrids Hütte. Ja, so gucke ich auch gegen Ende des Monats immer in meinen Kühlschrank. Wunscheln und Wedeln.
Und wo bist du gerade, Mila? Ich rede gerade mit Professor Fick. Okay. Und der Name ist Programm. Ja. Oh Gott. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgenock. Willkommen. Wenn der Chat nicht am Pen, wenn die jetzt alle Haare schreiben und so. Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Vielleicht solltest das du noch mal kurz ausmachen. Wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann Sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind Sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie gut sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenacht. Ich hab Kinderpinguin. Bevor ich sie in dieser Magie auch unterweise, müssen sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Willst du nicht wissen? Ja, oui. Ja, oui, au revoir. Sebastian. In der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn sich jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. So eine Scheißpetze. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Scheiß Peeves. Petzliese. Revelio. Wo kann man Dinge verkaufen? Hogsmeade, ne? Hogsmeade, ja. Da hätte ich jetzt auch hinlaufen können, ne? So ist es ja nicht. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ist mir ein bisschen zu dunkel hier. Lumos.
Oh Gott. Du machst dir viel zu viele Sorgen. Niemand schaut dich an. Warum hast du mir noch ein paar gekauft? Ich hasse diese Socken. Zu dem Preis kann man sich nicht entgehen lassen. Sei froh, dass du Socken hast. Ich trage lieber keine Socken, als so zu tanzen. Du tanzt doch nicht. Du trainierst. Papa, warum tanzt er? Siehst du, du sagtest, der Zauber würde sich beim Waschen lösen. Du bist unglaublich dramatisch, genau wie dein Vater. Man könnte meinen, du hättest ein Gebrechen. Wurde er verflucht? Oh, können wir diese Socken nicht zu Mr. Hill zurückbringen und mir normale besorgen? Du kannst dir deine Socken aussuchen, wenn du selbst zahlst. Bis dahin wirst du lernen, sparsam zu sein und dich zu benehmen. Du machst hier eine Szene. Papa, kann man Zauber wirklich aus Dingen herauswaschen? Sei nicht albern. Diese Frau würde alles sagen, um keinen Knut auszugeben. Ja, hui. Das sieht ganz schön dumm aus, Bruder. Du sei nicht so frech. Bevor Sie fragen, ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Okay. Sind das jetzt die Dinge, die ich trage? Nein, ne? Sie haben ein gutes Auge für Mode. Jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Falls ich es nicht erwähnt habe, schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Zu teuer. Sie haben ein gutes Auge, oder Mila? Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend ja sind. Wer ist immer noch im Step? Wollt nicht spoilern? Gute Nacht, Andi. Nacht. Wir haben 2:30 gleich. Gut, gut. Es wurden schon alle da. Halt Mul. Labern mich alle voll hier. Ich glaube, ich werde aber gleich auch was machen und dann spiele ich morgen weiter. Und ich gucke dann noch ein bisschen mit Mila zu. Private Stream. Und dann werde ich ins Bett gehen. Private. Ja, wir haben 2:30. Ich will noch nicht komplett übertreiben. Ich habe zwar richtig Bock, aber... Ich werde richtig übertreiben. Dafür komme ich morgen Mittag aber schon. Wenn ich aufstehe, Badezimmer und so was essen und dann gehe ich schon, dann komme ich direkt bis Open End. Ja, 13 Uhr will ich nicht schaffen. Oh, Mr. Black ist da. Das kann nicht ihr Ernst sein. Entschuldigung. Kobolde und Rockwood? Incendium. Entschuldigung. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Ach echt, Bruder? Mal sehen, was ich herausfinde. Hm.
Sir, wohin willst du, Frechdachs? Ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als sie bei Professor Black war. Wo willst du hin, du Frechdachs? Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Weil du Schulleiter bist, bist krass, oder was? Oder? Fetzgekehrt an mich will. Merksam. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh. Hallo, nein. Serkan. Serkan, meine ich. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Ja. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was sagen Sie ihnen über Mr. Osricks Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Rannoch überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Natürlich nicht, Sir. Boah. Boah. Mila, ich bin super strong, wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Na, ich bin super strong. Ich bin super strong. Also jetzt wirklich. Aber ich bin super strong, aber wirklich, wirklich. Boah. Das sind meine Feinde. Hast du auch Feinde? Alle sind meine Feinde. Yes, I'm the only fucking one. Komisch. Oh, mich, da war ein Ausrufezeichen. Was passiert? Wo bin ich? Bin in einen Frosch gehüpft. Ich bin in einen Frosch gehüpft. Ich bin viel mehr in einen Frosch gehüpft. Ich bin mehr. Ja, der ist besser.
Leider habe ich noch keinen cooleren. Ja. Ich hab den Drip. Okay. Ich hab den Drip. Ich würde jetzt hier ausmachen. Bodo, schlaf gut. Danke, dass du da warst. Wir starten morgen wieder. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Ich mag die Natze nicht, die ist böse. Wir machen genau morgen hier weiter. In dem Unterricht. Verteidigung? Ne, gar nicht. Das ist Zaubertränke oder Zauberkünstliche. Sie möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Aber das Spiel ist 10 Stunden gespielt. Du musst sagen, das Spiel ist Liebe. Absolut, Alter. Ich bin super begeistert davon. Ich werde jetzt gleich, wenn Mila spielt ja eh weiter. Die hat noch mehr Energie. Ich werde jetzt gleich die Grafik noch ein bisschen gucken. Dass ich da für mich einfach... Und das ist die Weltkarte. Größte Deckard ist Nebel bedeckt, dass du nur wenig sehen kannst. Okay. Dörfer sind kleine Gemeinden überall auf der Welt. Ja. Das ist das Dorf Lower Hogsfield. Dörfer öffnen neue Händler, Floh, Flammen, Nebenaufträge und Sammlerstücke. Okay. Beim Erkunden verschwindet der Nebel und die Karte wird nach und nach freigelegt. Durch neue Möglichkeiten wie Dörfer. Ja, das wissen wir ja schon. Das ist ja typisch. Ich werde die Grafik jetzt mal einstellen. Ich werde mich kurz in den Account einloggen, damit ich die Cosmetics-Dinger kriege. Und dann machen wir morgen weiter. Kannst du mich mitschauen lassen bei der Privatshow? Nee. Die ist nur für mich, von Mila. From Mila with love. Was sagt er dazu, Chat? Ich komme mit, also wann ich aufstehe, ich komme auf jeden Fall früher als 19 Uhr. Das werde ich hinbekommen. Essen und dann bis Open End spielen wir weiter, okay? Ich wünsche euch dann eine wunderschöne gute Nacht. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Lasst euch nie anquatschen. Bleibt gesund. Und bis später. Die pennen sowieso schon alle hier, Mila. Also fast alle. Ein paar sind noch wach. Und nicht spoilern lassen. Jetzt nur tschüss sagen, Mila. Tschüss. Bye-bye. Bis gleich. Tschüss. Bye. Tschüss. Bye-bye. Tschüss. Reicht. Bye-bye. Reicht. Tschüss. Bye-bye. Ja. Bye-bye. Tschüss. Tschüss. Bis gleich. Bye. So, gute Nacht. Bye-bye, Chat. Bis nachher. Tschüss. Oh.